wir haben Mitte, Ende September für mich die perfekte Zeit, um einen Futterplatz aufzubauen. Mit dem Ziel auch, erfolgreich in den Winter reinzugehen. Und wie genau ich da vorgehe, das werde ich versuchen, euch in diesem Video zu vermitteln. Wichtig dabei ist natürlich die Platzwahl. Und ich versuche das von vornherein auch gleich so ein bisschen einzugrenzen. Ich schaue mich am Nord- oder Ostufer um. Da bekommt man den warmen Wind aus dem Westen oder aus dem Süden. Der ist angenehm. Nicht so, als wenn man dann ja, einen Ostwind oder einen Nordwind direkt von vorne bekommt. Das ist, ja, das will man einfach nicht und ist auch nicht produktiv. Ja, und dann gehe ich hin, schaue mir die Stellen an, gucke, wo kommt man nicht so gut ran, wo kann man nicht mit einem Auto ranfahren. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Eher vielleicht mit der Karre ein paar Meter schieben oder wie hier Steilufer. Also es ist nicht ohne, das ist hier eine richtige Steilwand und in der Regel baut hier auch keiner auf. Ich bin so verrückt, ich mache das dann. Also für einen Futterplatz ist es auch wichtig, finde ich. Ja, das mal mehrere Wochen, gar Monate bin ich dabei und dann möchte ich mir einfach nicht den Futterplatz mit anderen Leuten teilen. Wenn die Kriterien erfüllt sind an der Stelle, so wie hier, dann gehe ich zur Spotwahl über. Ganz wichtiges Kriterium für mich, Kellendistanz. Ich möchte nicht mit dem Wofo hier stehen oder noch schlimmstenfalls mit der Spom und hier Ewigkeiten brauchen, um mein Futter rauszubringen. Das muss schnell gehen, in der Kelle, da passt gut was rein, das wird da reingeschmissen. Auf 30, 40 Meter maximal. Und dann bin ich auch nach 5 Minuten wieder weg. Ich will ja gar keine Aufmerksamkeit erwecken, sondern das muss, wie gesagt, schnell gehen. Das ist für mich ganz wichtig, weil es ja auch mehrere Wochen, gar Monate dauert. Und da kann ich hier nicht stundenlang am Wasser verharren und Futter einbringen. Dann nehme ich mir eine Lotroute. Wie gesagt, es ist schon eingegrenzt, die Distanz. Und werfe die Bereiche ab, gucke mir so ein bisschen die Bodenbeschaffenheit an, gucke, wo ist die erste Kante. Bestenfalls hat man eine Uferkante, wo es relativ steil runter geht, auf die erste Kante oder auch die zweite Kante, ist auch in Ordnung. Ich kann ja mal von dem See erzählen, der hat eine maximale Tiefe von 9 Meter. Hier habe ich Tiefen bis 7,50 Meter, finde ich optimal. Es muss nicht das Tiefste sein. Ich staffel auch meine Routen tatsächlich. Ich habe hier links 3,50 Meter, meine mittlere Route 6,50 Meter und 7,50 Meter. Warum mache ich das, das Staffeln? Ganz einfach. Die Fische wechseln nämlich ganz gerne, gerade bei schwankendem Luftdruck die Wassersäule. Bei Hochdruck kommen sie lieber ein bisschen höher, bei Tiefdruck runter, das kann man sich auch ganz gut merken. Und ja, letztes Jahr war das so heftig. Eigentlich fast jedes Mal hatte ich Tiefdruck, liefen die Routen, die tieferen gelegen haben. Bei Hochdruck, dann meine linke Route war das damals, auf 4 Meter mit einem Poppy, war dann die einzige Route, die Fische gebracht hat. Ja, und das hat mir nochmal die Augen geöffnet und das versuche ich jetzt auch immer so umzusetzen. Und damit bin ich letztes Jahr wirklich sehr gut gefahren. Und warum sollte ich da jetzt auch was ändern? Das fühlt sich auch gar nicht so klein an. Ich bin mal gespannt. Jawohl, der ist drin. Mega geil, dass Futterplätze effektiv sind, das weiß ich ja. Aber dass das so schnell geht, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Eine richtige geile Schuppi-Bombe hier gefangen. Kommen wir mal zum Thema Futter, das ist natürlich ein wichtiges Thema, ohne dem geht es nämlich nicht. Ich verwende im Herbst sehr gern Fischmehl-Borli, das ist so meine Grundbasis. Hier habe ich jetzt mal genommen den Seafood, weil absolutes Vertrauen und ich hatte auch mal Bock auf was anderes, habe ich nochmal den Holly Liver mit runtergemischt, auch ein sehr hochwertiger Borli. Ja, und dann kommt auch nochmal ein Kohlenhydrat-Borli mit dazu. Letztes Jahr habe ich viel den VNX gefischt, dieses Jahr, beziehungsweise ich denke mal, der wird nächstes Jahr kommen, haben wir einen Prototypen, den durfte ich hier auch mal testen, auch auf Kohlenhydratbasis. Macht einen richtig guten Eindruck und das ist für mich die perfekte Mischung. Die Fische bekommen durch die proteinhaltigen Borlis, wie der Holly Liver oder auch der Seafood, ihre Proteine, wie schon erwähnt, und die Kohlenhydrate gehen halt sehr schnell durch, haben auch visuell eine hellere Farbe, ist halt auch nicht verkehrt und für mich ist das die perfekte Mischung. Um den Futterplatz zu zünden, habe ich unser Bait Powder verwendet. Vorher habe ich die Borlis in Liquid eingelegt. Darüber ein bisschen Baitpowder, ein bisschen ziehen lassen, ein paar Stunden auch mal stehen lassen, dann bildet sich da richtig eine feste Kruste, ist das perfekt. Das habe ich so 2-3 Mal gemacht
Und danach kommen auch nur noch Bodies im Einsatz. Also da verwende ich das auch gar nicht mehr. Um auf die Futtermenge einzugehen, ich bin nicht der Typ, der sagt viel hilft viel. Ganz im Gegenteil. Wenig Futter, aber kontinuierlich. Habe ich das über einen längeren Zeitraum geschaffen, sind die Fische so konditioniert, dass sie die Stellen immer wieder frequentieren, immer wieder drauf sind und die warten dann förmlich einfach nur auf das eingebrachte Futter. Das gibt mir die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum erfolgreich auf diesen Futterplatz angeln zu können. Hey Leute, was ist hier gerade passiert? Eben gerade dieser große Schuppi, richtig geiles Tier. Ich mache gerade die Rute fertig, da pfeift meine rechte los, die im Tiefen liegt. Und dann kommt hier so ein geiler Spieler zum Vorschein. Richtig geiles Teil, ich heb den jetzt mal hoch. Gebt euch das mal. Mega. Das ist Wahnsinn, was man mit einem Futterplatz alles so erreichen kann. Mega. Die Sache hat auch einen Haken, in dem Fall ist das D-Rig. Das zeige ich euch mal eben. Klassisch gebunden mit einer 50er Illusion, ein 4er Curve Shank. Angeknotet habe ich hier 24 mm Coated Hookbait. Gerade bei größeren Ködern verwende ich das Rig sehr, sehr gerne. Man hat hier einen großen Bogen, es kann sich frei bewegen, dreht sich sehr gut. Genau, und das verwende ich schon seit Jahren. Ist ein bisschen schwierig zu binden, ehrlicherweise. Da muss man immer so ein paar Vorrat gebunden haben. Das andere Rig ist genau das Gegenteil. Da kann man den Haken sehr schnell wechseln. Das zeige ich euch mal eben. Das ist, ja, wie wollen wir es nennen? Multi-German Rig. Das bindet man quasi wie ein Multi-Rig. Hier hat man eine Schlaufe. Da schlauft man den Haken einfach ein. Dadurch kann man den Haken perfekt und schnell wechseln. Hier haben wir ein Coated Holly Liver in 80 mm. Ein kleines Stück ID-Pop-Up, ungefähr die Hälfte in weiß. Farbe müsst ihr halt einfach gucken, was läuft. Ja, und wie gesagt, das Rig verwende ich sehr gerne für kleinere Köder. Und einfach auch mit dem Vorteil heraus, dass man den Haken super schnell wechseln kann. Hier mal ein 4er White Gape. Perfekt. Mehr brauche ich auch nicht. Ab und an mal ein Spinner-Rig. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Hier nochmal das Spinner-Rig. Pinken ID-Pop-Up. Ich verwende hier Inline-Bleie zum ganz einfachen Grund. Der Boden ist hier sauber, es ist kein Schlamm und da legt sich das Inline-Bleie perfekt auf den Boden. Klar, wenn man jetzt Schlamm hätte, würde ich hier mit Safeties angeln. Ich will aber auch gar keine Bleie verlieren, das ist hier gar nicht nötig. Es gibt gar keine Hindernisse, da reicht ein Inline-Bleie vollkommen aus und ich finde auch, dass die Hakeigenschaft doch noch ein bisschen besser ist. Wenn es möglich ist, immer Inliner. Geht einfach weiter, ne? Wir kommen hier zu nichts. Ich habe mich gerade mal umgezogen, weil der Fisch davor mich ein bisschen nass gemacht hat. Ja, und dann läuft hier der nächste direkt raus. So kann es gerne weitergehen. Wahnsinn. Will ich eigentlich mit einem Futterplatz erreichen im Herbst und Winter? Ganz einfach. Die natürliche Nahrung nimmt gerade zum Winter deutlich ab und jetzt können wir mit unseren kleinen Mengen Futter dann richtig Futterneid erzeugen. Und dann werden auch die großen Fische unvorsichtig. Nicht umsonst fallen die großen Fische gerade im Herbst oder Winter oder auch im Frühjahr, wenn das Wasser kalt ist. Ich denke, das liegt zum größten Teil daran, dass die natürliche Nahrung dezimiert ist und sie dadurch viel mehr auf unser eingebrachtes Futter auch angewiesen sind. Wie gesagt, große Fische brauchen halt auch Energie, auch über den Winter. Und ja, das kommt uns dann zugute. Thank you.
zum Thema Gewässer sei nochmal zu sagen, sucht euch lieber einen gut besetzten See aus. Nicht überbesetzt, aber auf keinen Fall unterbesetzt. Das macht die Sache noch schwieriger. Ein gesunder Fischbestand, das macht es dann auch im kalten Wasser einfacher, noch auf Fisch zu kommen. Man muss sich das vorstellen, wenn unten viele Fische am Gange sind, entsteht Futterneid, die werden unvorsichtig und dann gehen die auch, wie gerade schon erwähnt, bei kalten Wassertemperaturen noch ganz gut an den Haken. Ja, und bevor ich mich verabschiede, ist noch ganz wichtig zu sagen, seid behutsam. Seid behutsam mit der Angelzeit, überangelt das Gewässer nicht oder eure Futterstelle, weil ihr wollt ein paar Monate was von haben im besten Fall. Ich mache das immer so, ich fange an mit einzelnen Nächten, gucke, wo ist das Zeitfenster, wo die Fische sich bewegen, wo sie beißen und nutze das dann auch, um einfach Kurzsessions drauf zu angeln. So wie hier war der Vormittag sehr gut, sehr effektiv. Da weiß ich, in der Zukunft werde ich dann hier vormittags angeln. Und wenn sich das verschiebt, ja, dann passe ich mich da an. Ich bin mit der ersten Session auf meinem Futterplatz mega zufrieden. Denn es sind echt einige und auch große Fische dabei rausgekommen. Ja, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Und das gibt mir natürlich auch ein richtig gutes Gefühl, dass ich mit meiner Taktik hier richtig liege. Ich hoffe, ihr konntet da was rausziehen, ein bisschen Mehrwert rausziehen und das in eure Angelei mit einbauen. Aber vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Vorgehensweise. Haut das doch mal in die Kommentare. Ich muss doch das ganze Gerödel einpacken und den Steilhang hoch. Da wartet noch genug Arbeit auf mich. Ich bin raus.